Und sie ist so richtig festgesessen. Und alles gut bei euch? Ja, das Bier schmeckt mir. Schau mal, das ist Koh Yao Yai. Schau dir mal die wunderschönen Strände an. Aber 500 reicht. Genug unterwegs. Selbst wenn einer kaputt geht, kommen wir auch noch heim. Aber das ist schon wow. Ich lebe ja schon lange hier, ne? Aber mir gefällt es halt immer noch. Ich meine, auch Deutschland ist schön, wenn ich da nach Ansbach zurückgehe, in meine Heimatstadt, da siehst du das auch mit anderen Augen. Im Sommer die ganzen Burgen, was es da alles gibt. Ja, was toll. Was meinst du denn? Ich bin seit 2 Jahren so am Mountainbike gefahren. Ja. Und ich habe letztes Jahr so 2800 Kilometer gemacht. Also hier gibt es auch ein wunderschönes Thai-Restaurant mit Lam Gai. Das ist, so möchte ich mal sagen, das ist das beste Lam Gai seit langem, das ich gegessen habe. In Phuket. Hier, ja, das ist richtig gut. Ja, ja. Das sind 2 Moslem-Ladies, die das machen und top, also 50 Gramm. Ja, ist wirklich. Ja, und aber wirklich gut. Das kommt ja nicht auf den Preis an, das muss ja schmecken. Ich habe auch schon in teuren Restaurants gegessen und das ist scheiße. Das ist das Beste, ja. Ich esse immer das Street. Die Einheimischen gehen, da gehe ich. Wenn die Einheimischen dann sind, kannst du schon mal nichts falsch machen. Genau, Links. Das ist ja auch was. Top. Ist ja das gar nicht. Ich bin immer total überrascht, wie gut es ist. Und schau da an. Hat es da ein Hotel? Ja, da oben, schau dir mal die riesen Villa an, oder was das ist. Keine Ahnung. Da in den Bergen, ne? Ja, hier gibt es richtig teure Hotels. Das könnte ein Hotel sein, keine Ahnung. Aber das ist nicht mehr so. Aber das ist nur, wenn man beim Pool sitzen will. Von da aus kann man nicht so viel unternehmen. Aber hier, die Insel, aber mit dem Moped über die Insel, wenn man sowas macht, die Insel Excol ist 25 Kilometer die Insel. Ja. Also top. Ja, das ist jetzt Koh Yao Yai. Ne? Könnt ihr schön, wir bleiben hier auch schon ein bisschen. Und ansonsten, dort ist der Steg, da findet der Boot, ist euch nach Phuket zurück. Schau mal diesen langen Strand an, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also es kann ja nicht viel schöner sein. Also super beautiful, würde ich mal sagen. Ja. Ihr könnt ja da hinlaufen, wir haben Zeit. Genießt es einfach. Da vorne sind Restaurants, könnt ihr was essen. Und wenn ich noch mehr so Videos habe, in 2 Jahren ist ja alles voll. Ja.
Naja, dann muss ich mir noch andere Insel aussuchen. Aber das ist ja das Schöne, dass es in Phuket eben noch so viele schöne Sachen gibt, wo ja, keiner weiß. Alle rennen sie da zu der Insel, weil da ein Film gemacht worden ist. Das ist doch ein Witz. Ja, wegen dem Film. Das, wenn wir den Film hier gedreht hätten, wäre das hier. Ja. Ja. Angespritzt. Jetzt also verbunden. Die Deutschen, oh. Gell? Ja, das sind ja total versaut, ne? Magnus, das gehört ja auch jetzt mit zur Radeberger Gruppe. Ja, aber Radeberger gehört zu Bitburger, ne? Ja, aber auch erst seit ein paar Jahren. Das ist noch nicht lange. Schon lange. Nein. Doch. Echt? Ich habe ja Bitburger früher verkauft in Chemnitz. Das war nicht lang. Naja. Ist auch egal, wem was gehört. Genießt den Strand hier. Schau mal her, wie herrlich das hier ist, der Ausblick. Schön, gell? Wie bist denn du so schnell da reingekommen ins Wasser? Du warst doch gerade noch im Boot. Ich bin da vom Boot gesprungen. Ja, gut, super. Jetzt wollte ich dich mal so in Großformat hier festhalten. Jetzt, ja, jetzt. Super. Ich würde gerne ein Foto von dir machen, ja? Aber ich will nicht. Gut. Habe ich in der Sonne meinen Arm gesehen und muss mich gut. So lange ist es. Aber lustige Truppe, ne? Heute, oder? Fast. Muss ich eigentlich sagen, haben wir immer. Also Gott sei Dank haben wir immer liebe Leute, die mitfahren. Dass hier, weil hier die Liegen nicht kostenlos sind, dass All-Inclusive ist. Ja, das steht nicht aber voller. All-Inclusive hat er. Ja. Da musst du ihm sagen, bleib daheim. Das müsste. Ja. Wer in Thailand All-Inclusive macht. Was war jetzt? Also, wir könnten auch nur mit Frühstück buchen. Das geht nicht ohne. Ja, Frühstück ist ja okay. Nee, Frühstück ist ja top, weil du stehst in der Früh auf, man nimmst deinen Kaffee und so passt ja alles. Aber All-In Thailand. Da. Gut, wenn du irgendwo in Thailand bist, wo es nichts anderes gibt, ist es ja okay. Aber wer in Kamala das erste Mal, machen manche den Fehler, weil sie es nicht anders kennen. Hatten wir damals oben Sunbrow. Ja, aber da haben wir noch nicht viel bezahlt. Ja, aber du hast es ja nicht gekannt wahrscheinlich. Hast du All-In oder was? Nee, jetzt nicht, beim letzten Mal. Ja, ja. Aber da kennt man es halt nicht. Man ist sich nicht sicher und da macht man das halt. Aber normalerweise. Was ist das? Ein Regenwurm? Nee, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, also wir brauchen eigentlich keinen. Fangen jetzt hier die Strapse an, oder wie? Du bist eine gute Unterhalterin, du wirst eingestellt. Okay, wir können hier bleiben. Einmal frei. Wir müssen nur mehr Bier mitnehmen. Die Rede war von mir, nicht von dir. Ich gehöre dazu. Ja, genau. Ja, siehst du, jetzt gehört er dir dazu. Nee, das ist erstmal. Aber die ist wirklich lustig. Mhm. Hast du gut gemacht. Ist ja wichtig, dass man lacht. Genau. Ja. Hast du das Bier vergessen am Strand wieder, ja? Du Brummer. Ja, aber wie gesagt, das erste Mal, ja. Schön, dass du mit bist, ne? Aber ist Vertrauenssache, hat doch alles funktioniert, ne? Wunderbar. Schätze, du bist ganz schön weiß. Greg Hoppers. Greg ist ja irgendwie sowas zum Schnupfen. Und die Hoppers, die hüpfen dann, nachdem sie was schnupfen. Und das ist jetzt, hilft total gegen. Das hat UV-40 Schutz und Moskitoschutz angeblich. Und du hast wirklich Probleme, du kriegst schnell einen Sonnenbrand. Ich hab schnell einen Sonnenbrand. Ja, ja. Das ist natürlich. Aber ich würde dir mal empfehlen, einfach mal probier das mal. Das nächste Mal, wenn du irgendwo bist, einfach immer Kokosnussöl und alle 5 Minuten. Da möchte ich mal wissen, wie das reagiert. Ja, aber dann kann ich da gar kein Bier trinken, weil der macht. Ja, du hast doch deine Frau, die das Bier für dich hält. Nee, die mich cremt. Warum sitzt man auf? Es gibt ja auch Rucksäcke. Das ist ja, glaube ich, ist das eine Macho-Tour hier oder was? Mann, oh Mann, die deutschen Männer, das sind halt die absoluten. Die man auch haben, das sind Machos. Die anderen wissen nicht, was sie sind. Meinst du, das kann ich bringen? Ja, mach das mal. Ich bin ja getan. Ja, alles Prost. Prost. Nee. Aber ist top. Alle genießen, so soll es sein. Da, die trinken ganz hier was weg, die Mädels. Ihr müsst euch Mädels trinken, die Kapier trinken, dann bekommt ihr mehr. Ihr macht was falsch. Okay, die zwei machen was falsch. Ich bin immer noch im Soll. Teilt euch das Bier ein, das ist das letzte für euch. Ja, du bist noch. Okay. Ich bin noch im Soll. Ich auch. Nee.
Also, ihr sollt jetzt aufhören mit Bier trinken. Ich habe mit Bieren angefangen und jetzt bin ich bei einem Bier. Also läuft alles. Also vielleicht gibt es ja hier Bier, wenn er... Wenn du sagst, dass in Moslem leben, ist hier nicht so, ne? Nö, aber du, die sind ja auch geschäftlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo Bier gibt. Schnell abbiegen. Nächste Mal. Mehr Bier mitnehmen. Mal einen Weg finden. Alle sind unterhopft. Das ist kein gutes Zeichen. Hier ist so ein Tante immer Laden, aber da gibt es auch kein Bier. Okay. Das heißt wahrscheinlich, dass du nur, wenn du ein Thai-Bank-Account hast, dir was abheben kannst. Also, ja, okay, ist halt so. Wunderschön. Ja, ich war schon lange nicht mehr hier wirklich unterwegs auf der Insel mit dem Moped. Früher war ich ja da mit dem Charlie, Jeep Charlie. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, war ein super Typ, leider auch schon lange verstorben. Mit dem war ich das erste Mal auf Koh Yao Neu und Yai. Da hat man früher Touren gemacht mit ihm und der hatte sich super ausgekannt. Ja, jetzt bin ich der Alte. Damals war er der Alte. Ich sag gerade zu Yvonne, mich wundert es, dass hier die Katzen anstehen bei dem Geruch. Also wenn ich eine Katze wäre, ich wäre hier. Leckerer Fisch. Aber vielleicht wissen die auch, dass sie weggejagt werden. Aber hier kann man das auch noch locker machen. Hier ist ja wenig Umweltverschmutzung. Weißt? Das ist ja, weißt du, wenn du jetzt in Bangkok trocknest an der Straße, dann hast du mehr Ruß wie Fisch am Schluss. Mhm. Aber hier, du siehst auch hier, wenn du läufst, das sind die Sohlen nicht schwarz. Ach, du läufst auch barfuß? Okay. Ja, natürlich. Ja. Ist doch toll, wenn man das machen kann, ne? Aber die meisten halten das ja gar nicht aus, es ist ja viel zu heiß. Ja. Ja, und Yvonne und ich, wir machen uns auf die Suche nach dem Gerstensaft. Weil wir haben uns bis auch dort, hat der leere Kissen drauf. Weil wir haben, die haben ganz schön Zugleich da, die Sachsen. Wir haben ja viele Sachsen heute dabei. Ne? Genau, die trinken gern. Die sind ja fast so schlimm wie die Bayern. Damit habe ich nicht gerechnet. Da fährt das Haus vorbei. Toll gemacht. Ja, wenn man stehen bleibt, wird es heiß. Cannabis und Kaffee, schau her. Ja, dann wird es ja irgendwo auch mal ein Bierladen geben. Hallo, ja, gut, ja? Where are you from? England? England, yeah. Enjoy. Do they sell any beer? Further up, in here? They have beer? Yeah, that's the beer. We've got beer here. And over there, they have a mini bar with beer or what? Down the road. We're on a oh, okay. Alright, but here they have beer. Na, dann trinken wir halt hier eins. Komm. Oh, you had an accident on a motorbike? No, just walking, fell in a hole. Oh. Off my shoe, yeah. Yeah. Just on the pavement, yeah, on the road. Yeah. One of those things. It's all a bit unknown here, isn't it? Yeah. Yeah. Where are you guys come from? Well, he's from Phuket. Yeah. I'm from Switzerland originally, but I live in Australia. Oh, lovely. Mm. Very nice. Yeah. Gorgeous. Mm-hmm. How long are you here for? 3 weeks. Beautiful. Are you staying on this island? In Phuket, yeah. So today is just like the day to gorgeous. Mm. Lovely. Yeah, it's a beautiful place to be, yeah? Yeah.
Where can you sit in the world and enjoy life like this, huh? It's beautiful, yeah, yeah, it's good. Thailand is, well, they're clever, let's put it this way. I don't think they have beer here, so. Do you have beer in a cup? Oh, yes, you have beer, very good. And very good price also, I have to say. Thank you. I can make a video? Yes. Oh, good. Also, wir sind jetzt in Koh Yao Yai. Und wenn man ein bisschen reinläuft, gibt es auch tatsächlich Bier zu wirklich guten Preisen. Es gibt auch hier ein bisschen Gras. Auch das haben wir hier. Und zwei lovely ladies, die einen bedienen. Also, I take a Budweiser then. Was willst, ich trinke jetzt einfach mal eine Budweiser. Du auch? Chang. Sie bleibt Nung Chang. Aber schöner Laden, ne? Doch, ich trinke alles. Ich brauche einfach manchmal einen anderen Geschmack. Very nice shop. Don't worry, don't cry, smoke weed and get high. Okay, why not? Wirklich ein super ehrlicher Preis. What else? Can I go inside and make a video? What is this? Cannabis Craft Soda. Ah, looks interesting. Huh? Thank you very much. You have a water filter also. Very well organized. You will see me again, sure. Yes. Top Gun Mark. You are from Koh Yao? Are you from Koh Yao? Where are you from? Koh Yao? Yeah. You are local Koh Yao? Yes. Okay. I'm Phuket. Phuket. Yisip Hock Bee. Long time. No, Yisip Songbi Phuket, Yisip Hokbi Prate Thai. Mm-hmm. Where are you from? Germany. Oh, Germany. Originally Germany, but now long time in Thailand already. Also super Laden hier, schaut es euch an. Und wenn ihr auf Koh Yao Yai seid, vielleicht auch mit mir, dann schauen wir mal hier rein das nächste Mal und trinken bei den netten Damen ein Bierchen oder rauchen einen Joint. Super, danke dir. Well, if you come to Phuket, you should visit us. I have a restaurant there. Oh, lovely. We're going to Phuket on Friday. Where's your restaurant? In Kamala. 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 You can look it up on Facebook. Yeah. Kokosnuss. Just up from Boput. What's it called? Yeah, I think it's with a K, isn't it? K-O-K-O-S-N-U-S-S. Dürfen wir SS überhaupt noch sagen? Ich glaube, das dürfen wir auch nicht mehr sagen. Und hier haben wir wunderschöne alte Holzhäuser. Und das Schöne ist ja, wenn du in so einem Holzhaus wohnst, sobald es kühl wird, kühlt es sofort aus, weil so ein Beton, der wird sich ja aufheizen. Toll, ich schlafe ja öfters mal, wenn ich hier bin in solchen Häusern. Nachts. Wir haben die in Nordaustralien. Ja. Schön. Die sind alle erhöht, ja. Naja, ist top. Ja, und vor allem auch das Holz gibt ja sofort, akklimatisiert sich sofort. Genau. Beton hält ja wie ein Backofen die Hitze. Ja. Also die Natur, die hat schon viele Antworten für uns. Ne? Bloß wir Menschen sind halt... Wir hören nicht so gut, das ist das Problem. Hier. Tiger Yai. Naja, ist doch gut. Geht ein bisschen was, gell? Gut. Aber das ist halt, die haben wir hier, ich habe mich unterhalten mit einer Dame, die ich schon lange kenne aus Koh Yao Neu und die sagt so, wie hier die Pandemie war, die haben halt keine Leute gehabt, aber die waren halt frei, weil die konnten auf der Insel machen, was sie wollten. Genau. So don't let him push you again, okay? He's a mean guy, I can see already. Enjoy life. Thank huh? You. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Schau doch mal die wunderschönen hohen Palmen an, ne? Wow, so stellt man sich das Paradies vor. Oh, da seid ihr wieder, die Zuckersüchtigen, ne? Ja, ja. Sind wieder am Suchen hier.
ein bisschen Palmöl mit Eis. Wisst du, dass das Palmöl drin ist im Speiseeis? Befürchte, ja. Ich habe immer gedacht, das ist Milch. Bis ja. mir mal Italiener aufgeklärt hat, der selber Eis macht. Und zuckersüchtig ist so, weil Bier gibt es hier gerade keins. Ich habe eins gefunden. Das muss aber erst kühl werden. Und das ist ja schon kühl gewesen, aber wir haben es jetzt schon so lang, weil wir, ich habe mich mit unterhalten, dass es warm geworden ist. Habt ihr das mal probiert? Nimm das mal, das ist richtig geil. Thailändisches Krokant. Very good. Aroi Mark. Das ist wie ein Osterei ohne Ei und ohne Schokolade. Du hast gehört, 6 Biere. Eins nehme ich. Nein, ich brauche nicht. Nein, das ist. Na, der Marco, der hat ja auch Bier gesucht. Den können wir dann auch noch da hochschicken, dann kann der auch noch ein Bier holen. Oder überhaupt die Sachsen, die haben ja alles weggesoffen. Bist du auch Sachse? Am Ende schon. Am Ende schon, ne? Ja, die Sachsen sind schon in Ordnung. Die verteidigen ja unser Deutschland. Die gehen immer auf die Straße, muss man auch mal so sagen. So ganz blöd sind die nicht. Die Sucht. In Deutschland heißt es Langnese oder Schöller? Magnum. Ja, aber die Firma, die es verkauft? Magnum, ja. Gleiche wie hier. Ja, ja. Langnese? Nur Langnese. Aber, ja, ja, aber das heißt hier irgendwie nicht Langnese, sondern... Ja, das hat ja eh alles, das gehört eh alles zu Nestle. Ja, ja. Ja, wir haben ja noch einen Stopp auf einer Insel. Aber das war jetzt schon richtig cool hier. Ich weiß gar nicht, ich muss ihn mal fragen, wie lange wir da hinfahren. Ich merke mir ja nie was. Ne? Das ist halt schon ein bisschen Alzheimer, das ich habe, glaube ich. Aber das habe ich immer. Schau, wo die zwei jetzt hingehen. Ja, wo geht denn ihr jetzt hin? Schön. Schau mal, was wir da gefunden haben. Kaffee, Bier. Wir haben alles. Mhm. Okay. Haben wir noch Zeit, ne? Ja, ja, wir warten auf euch. Ja, 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 genau. Wir warten auf euch. Und wenn wir nicht mehr da sind, Phuket ist in der Richtung. Nein, okay. Ich muss jetzt noch eine Runde schwimmen. Ja, mach das. Ja, ja, magst du eins? Was denn das? Hackfleisch. Hackfleisch, Hühnerhack. Thailändische Art und richtig geil. Ja, nehme ich genau wie du. Ja. Mi Kauniau, mi mai? Okay. Mit Sticky Reis? Der Reis ist gut dazu. Kennst du Sticky Reis? Ja, klar, aber ich bin eher Steam Reis. Okay. Wir haben auch Bier gefunden, by the way. 200 Meter auf der rechten Seite. Wollen wir noch was mitnehmen? Suche 60 Buddy-Flasche ist korrekt. Ja, weil bei dem, was ihr weggetrunken habt, würde ich euch das empfehlen. Ich habe 6 Flaschen geholt, aber ich glaube, das reicht nicht. Geht doch vor. 6 Flaschen für mich jetzt, oder wie? Ja, für mich. Für uns. Oh. Für uns, ja. Nee, eigentlich für die Yvonne und mich, weil die hat beim Tragen geholfen. Wo ist die Yvonne? Aber einfach da vorlaufen, da siehst Cannabis und Kaffee und da gibt es 60 Baht, der Singha ist korrekt. Ja, ist voll cool, der Preis. Ist auch ein schöner Gruß vom Thomas von der Kokosnuss. Bekommen wir es billiger? Nee, teurer. 55. Hast du es geschafft? Ja, wir haben nochmal 16 geholt. 16? Aber ihr seid gut, ihr schon, seid die wir Helden. Fahren, oder? Fahren wir über. Ja, wir machen noch einen Punkt. Über Samui. Über Samui, ja. Also ich hätte dann gern dieses Budweiser, wenn das geht. Das würde ich ja gern gleich trinken, weil ich bin unter Hopf. Dankeschön. Nur Alkohol. Ja. It's okay. Wir sind da nicht so genau. Hast du ein Feuerzeug? Ich hab was. Naja, ist aber trotzdem aber ist okay. Ja, ja. Aber wir haben doch wirklich einen Top-Preis hier. Also. Das ist ja gar nichts. Ja, im Verhältnis von dem, wo wir hierher kommen. Und vor allem, es schmeckt. Das Wichtige ist ja, es schmeckt. Das ist ja nicht irgendwie. Und du siehst ja, auch die Einheimischen stehen hier an. Also, es kann nicht so schlecht sein. Ja. Hier ein Stückle Hähnchen, kostet auch bloß einen 50er, da kann man auch nichts sagen. Und wie gesagt, das Lab Gai, das ich da gegessen habe, top.
Also sie haben richtig gutes Essen hier, die Mädels. Die wissen, was sie machen. Schmeckt einfach. Und noch einmal, jetzt geht es ja langsam Richtung Sonnenuntergang. Also wir haben schon noch ein wenig Zeit. Aber es ist einfach eine wirklich idyllische Geschichte hier. Man kann wirklich nichts sagen. Also wir haben uns hier so richtig festgesessen. Mir gefällt es auch gerade so richtig schön. Ja. Na, ist ein Traum. Leben ist wie ein Traum. Kennst du das? Wie war das die? Das Leben ist wie ein Traum. Badam, 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 badam. Kennst du das Lied? Ja, wir hören gute Musik. Ja, das war so in die 80er Jahre. Na gut, da war der aber gar nicht auf der Welt. Ne? Ja, ja, ich war aber in einem Land, da durfte man das nicht hören. Oh, das kann auch sein, ja. Das war doch die Spider-Murphy-Gang. Spider-Murphy-Gang. Nee, das konnte nicht. Hier haben wir noch ein Corona-Überbleibsel. Hoffen wir mal, dass das nicht wiederkommt. Hier will keiner mehr weg von der Insel, habe ich so das Gefühl. Die würden alle noch gern bleiben. Aber wir fahren jetzt wieder Richtung Phuket. Und dann schauen wir mal, wo wir den nächsten Stopp machen. Schauen wir mal, wie es ihnen alle gut geht hier. Schau mal, wie schön das ist, wie sie alle ins Boot gehen. Man hat das Gefühl, keiner will weg. Die Hühner nach Hause. Ja. Werden mit Bier gelockt. Ja, mit Bier gelockt. Ja. Aber keiner will so wirklich weg. Ja. Die möchten eigentlich alle da bleiben, habe ich so das Gefühl. Und der Marco, ich glaube, der hat da heimlich unser ganzes Bier weggesoffen. Marco, du hast das ganze Bier gesoffen, haben sie mal gesagt. Wir haben was gefunden. Du weißt ja, es steht schon in der Bibel, Suche, so werde ich dir finden. Also Marco hat nichts getrunken, nee. Hat nicht für aufgepasst. Hast du aufgepasst? Aber ja. Bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Wie sagt man da mit dem Aufpassen so? Ja. Naja, egal. Mir fällt jetzt, da gibt es so einen Spruch. Aber ich schau noch mal diesen wunderbaren, die Szenerie hier ist geil, oder? Ja. Kaum zu überbieten. Schön, oder? Traumhaft. Jetzt habt ihr ja den Chefsessel hier vorne. Ja, das ist ein Captain heute. Ja, aber der Hammer, oder, der Strand? Ha? Ein Paradies. Paradies, ja. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.